Wie setzen Sie bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Augustin Drohnen ein? Also hauptsächlich setzen wir die Drohnen für Einsätze der Personensuche ein, unterstützen die Polizei häufig, natürlich auch bei größeren Bränden, wo wir dann uns ein großflächiges Lagebild verschaffen wollen, oder halt auf der Autobahn bei Gefahrguteinsätzen, wo wir nicht unbedingt Personal sofort an die Einsatzstelle bringen möchten. Und in welchem Zusammenhang sehen Sie das Thema Bildübertragung und Kommunikation mit den Drohnen? Für uns natürlich extrem wichtig, weil auch wenn wir den großen Abstand haben, dass wir zum Beispiel der Leitstelle im besten Fall Bilder sofort übermitteln können oder halt in unseren Einsatzleitwagen, der nicht unmittelbar an der Einsatzstelle steht, auch dort Bilder hin übertragen können, damit sich der Einsatzleiter oder halt dementsprechende Abschnittsleiter ein Bild vor Ort machen können. Glauben Sie, dass Drohnen eine Modeerscheinung ist oder führt das irgendwo hin? Zurzeit meinen viele, es ist noch eine Modeerscheinung. Ich persönlich habe da ein ganz anderes Bild für, weil ich sage, das ist zukunftsweisend, das ist mit der Zeit gehen, das ist Motivation für Feuerwehren und für uns ein wichtiges Hilfsmittel, um Einsätze objektiv und sehr gut abzuarbeiten. Es ist gerade ein Flieger durchs Bild gegangen. Vielen Dank, Herr Mauer. Gerne. Tolle Sache.